herzlich willkommen zu einem neuen Paint With Me. Wir machen heute an der süßen Tabby Cat weiter. Das ist nämlich mein Weihnachtsbild, was ich mir für dieses Jahr rausgesucht habe. Wir haben jetzt den 22. Dezember. Es ist schon abends. Ich habe heute noch wirklich nichts gepaintet. Gestern hatte ich hier diese Fläche gemacht. Die habe ich im Speedpainting schon mit aufgenommen. Natürlich macht jetzt die Katze noch mit Lärm, wie immer, wenn es zu einem Video geht. Aber ihr wisst, der Kleine, der gehört einfach mit dazu. Und solange er nicht zu extrem ausrastet, gehört er einfach zu den Videos mit dazu. Bevor wir hier aber weiter painten, möchte ich euch etwas zeigen. Ich habe Post bekommen. Gestern hat DHL geklingelt und da lag ein Paket vor meiner Tür. In einem Amazon-Päckchen und ich hatte bei Amazon nichts bestellt und ich dachte, heu. Und die liebe Pichu hat mir und den Mädels ein wunderschönes Bild geschickt. Das möchte ich euch zeigen. Es ist ein süßes kleines Snackbild mit 30x40 Leinwandgröße und das Motiv ist so schön, ihr werdet es gleich sehen. Ein kleiner Weihnachtsgruß von unser Pichu und ich finde es einfach nur extremst niedlich. Ich dachte, ich mache jetzt kein extra Unboxing dafür, aber ich zeige es hiermit in Paint With Me. Und wir werden das Bild, denke ich, als erstes Bild im neuen Jahr painten. Na, so als kleinen Glücksbringer habe ich mir gedacht. Und ja. Das ist das Bild, ich weiß nicht. Ja, man erkennt es. So ein süßer kleiner Elefant mit einem Schmetterling und einem Vögelchen. Ja, es ist so süß. Wir haben 24 Farben. Und das ist es. Hier sind unsere Steinchen. Wir haben runde Steinchen. Na, die schauen gut aus. Auf unsere Legende sind sogar DMC-Nummern mit dabei, finde ich richtig gut. Und die Farben sind ja mal absolut der Burner. Jetzt habe ich das Toolkit runtergeschmissen. Ja, heute läuft es aber auch. Jetzt muss ich mich mal kurz bücken. So, ein einfaches Toolkit ist mit dabei mit einem grünen Schiffchen, einem Wachsblättchen und einem rosanen Stift. Mehrfachsätze ist keiner dabei, aber das ist nicht schlimm. Haben wir ja zu Genüge da. Und oh, guckt ihn euch an, wie schön er ausschaut. Also das wird wirklich in der ersten Januarwoche mein erstes Bild, was ich im neuen Jahr fertigstellen möchte. Und ich denke, das ist so eine, ja, das ist, glaube ich, eine richtig tolle Idee, ne? So als erstes Bild im neuen Jahr, als kleinen Glücksbringer. Diesen lieben, süßen, kleinen Elefanten von der Pichu zu painten. Da freue ich mich schon tierisch drauf. So, ich werde alles wieder zur Seite packen. Ich werde ihn noch nicht mal weit wegräumen, ne, weil der Jahreswechsel steht ja auch bald an. Aber erstmal kommt Weihnachten. Und dann werden wir ein schönes Video machen mit Kitting Up, mit Painten und ganz viel Zeitraffer und ein bisschen quatschen. Ja, und ja. Die liebe Pichu hat übrigens auch einen ganz tollen YouTube-Kanal. Ich verlinke den euch unten mit in die Infobox. Schaut da mal vorbei, lasst ein Abo da und ein liebes Hallo, falls ihr selber noch nicht folgt. Und ja, die macht wirklich wunderschöne Videos, zeigt auch wirklich viele schöne neue Shops. Sie probiert sehr viel aus. Ja, guckt da mal rein. So, und jetzt kommen wir zu unserer Tabby Cat. Ich habe gestern schon angefangen mit dem tollen Bild. Also ich habe gestern schon weitergemacht mit dem tollen Bild. Ich habe das ja jetzt wirklich sehr lange pausiert. Ich habe generell jetzt eine ganze Zeit lang nicht gepaintet gehabt, weil es war einfach alles zu stressig in der Vorweihnachtszeit. Ihr habt es auch gemerkt an Videos. Ich wollte eigentlich viel mehr Videos machen. Ich wollte so viel machen. Ich wollte auch eine Weihnachtsverlosung machen. Das habe ich nicht mehr geschafft und ich dachte, bevor ich jetzt irgendwie auf Druck noch irgendwas mache, das bringt nichts. Ich werde diese Verlosung auf jeden Fall nachholen in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen, wenn es passt. Ich werde da die Weihnachtsbilder auch mit reinpacken.
In dem Moment ist dann zwar Weihnachten vorbei, aber nächstes Jahr ist ja auch noch mal Weihnachten und ja, es gibt ja auch Leute, die painten nicht saisonabhängig. Und ja, was ich euch versprochen habe, das möchte ich halten, auch wenn ich es zu dem Zeitpunkt dann nicht halten konnte. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja, also das wird dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall folgen. Wir fangen jetzt an. Ich nehme heute mal einen Stift, der im Adventskalender von Diamond Painting Deutschland drin war. Wir nehmen wieder, wie bei allen Paint with Me's, das durchsichtige Schiffchen. Das durchsichtige Schiffchen, das nehme ich ja immer zu solchen Videos, weil es einfach, ja, wenn ich es halt hinstelle, seht ihr einfach noch ein bisschen was mit vom Motiv. Ansonsten würde ich eher meine gedruckten Schiffchen nehmen. Aber für solche Videos sind die wirklich, finde ich, am besten. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein bisschen Wachs, falls das uns ausgeht. Wir brauchen eine Pinzette und wir müssen unsere Steinchen noch mit herholen. Jetzt habe ich losgelegt und habe gequasselt und gequasselt und gequasselt. Hatte euch noch ein bisschen runtergeholt, habe mir meine Steinchen zur Seite geholt und. Habe aber nicht aufgenommen. Ich bin eine Heldin heute. Ich wollte euch mal meine Steinchen zeigen. Meine Steinchen sind heute elektrostatisch geladen. Na, also die kleben da auch im Schiffchen irgendwie gefühlt wie Pech und Schwefel. Ich werde das morgen mal bei der Farbe mit den Trocknertüchern probieren. Heute mache ich es nicht, weil meine Trocknertücher sind unten im Waschkeller. Es ist dunkel und es ist kalt. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, runterzugehen. Und ich werde einfach mal ein bisschen ja, von dem Trocknertuch zurechtschneiden und hiermit in das Döschen reingeben. Mal schauen, ob das etwas bringt. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber wir gucken einfach mal. Na, einfach ein bisschen ausprobieren. Und dann werden wir sehen, ob wir danach schlauer sind oder eben nicht. Ich kann euch ja mal berichten. So. Ja, es ist der 22. Dezember. Ich hatte gestern schon Urlaub. Gestern habe ich nichts getan. Ich habe ausgeschlafen. Ich habe ganz viel weiterhin auf dem Sofa gelegen und geschlafen und Fernsehen geschaut. Ich habe ein bisschen gelesen. Ich habe Switch gezockt. Abends habe ich hier ein bisschen an der Tabby-Cat geklebt. Aber ansonsten war ich gestern faul. Das habe ich einfach mal gebraucht, denn ich möchte meinen Urlaub jetzt nutzen, um runterzukommen. Ich mache dieses Jahr im Weihnachtsurlaub so gut wie nichts. Ich möchte ein bisschen ausmisten, ich möchte ein bisschen Sachen für mich machen, aber ich werde nicht viel rumreisen, ich werde nicht viel erleben. Ich will wirklich mal wieder ein bisschen zu mir finden. Ich möchte meine Zeit nutzen, um meine Bilder zu machen, auf die ich mich jetzt schon die ganze Zeit gefreut habe, weil ich die letzten Tage und Wochen jetzt nicht so zum Painten gekommen bin. Ja. Und wie gesagt, einfach so ein bisschen Gedanken ordnen, mein Leben ordnen und vor allen Dingen auch meine Wohnung ordnen. Ich habe das ja schon oft gesagt, ich möchte mal ausmisten und ein bisschen umsortieren. Das werde ich jetzt im Urlaub auch weiterhin angehen. Ich möchte allerdings jetzt den Urlaub ein bisschen mehr nutzen und einfach da ein bisschen mehr schaffen, als ich so immer so zwischendurch mal gemacht habe. Und ja, mal gucken, na, wie es läuft, was wir so hinbekommen. Auf jeden Fall soll es doch sehr entspannt werden. Aber ein bisschen was soll auch laufen und sich verändern. Ich warte mal ab. Ich habe fast 3 Wochen Zeit. Gut, so viel ist es jetzt nicht mehr, ne? Heute ist schon Mittwoch. Es ist jetzt schon Mittwochabend. Das heißt, dann ist auch schon morgen Donnerstag und dann steht am Freitag schon Heiligabend an und dann ist eigentlich die erste Woche auch schon wieder rum. Ja,
Aber das wird, ich bin da ziemlich überzeugt von, dass mir das gut tun wird und dass ich echt ein bisschen was schaffe. Ja. Ansonsten, was habe ich heute gemacht? Ich war noch mal kurz bei Arbeit. Da wurde vom Chef ein Essen ausgegeben. In kleiner Runde. So Weihnachtsfeiern und so, das ist ja leider nicht möglich. Deswegen, ja, haben wir halt diesen Weg gehabt. Es gab einfach bloß ein bisschen Wienerle und Kartoffelsalat. Ja, und dann war das eigentlich auch innerhalb von einer Stunde dann auch schon vorbei. Danach bin ich zum Mediamarkt gefahren, denn ich wollte mir Mario Kart noch gönnen zu Weihnachten. Ja, und das war, obwohl es online ausgepriesen wurde, dass es noch da ist, nicht mehr verfügbar. Angeblich wurde es schon bestellt, man konnte mir aber auch nicht sagen, wann es kommt, ob das morgen kommt oder Heiligabend verfügbar ist oder erst ja, zwischen den Jahren. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn ich da keine Auskunft bekomme, dann fahre ich einfach weiter. Bin dann zum Müller gefahren. Müller ist ja eine große Drogerie bei uns, auch mit Multimedia-Abteilung. Da habe ich es dann bekommen. Und dann habe ich noch ein bisschen so geshoppt. Ja, was halt so, was man halt so braucht, ne? Von Socken bis hin zu einem Strickmantel, der mir einfach gefallen hat, weil ich sowas gerne trage, über Kleidern. Was gab es noch? Ein Geschenk für meinen besten Freund. Da habe ich jetzt nichts Explizites gesucht, weil wir schenken uns eigentlich immer nur dann was, wenn wir sagen, hey, da gibt es was, was wirklich passen würde. Ja, und ich habe was gefunden, was wirklich passen würde. Und ich bin mal gespannt, ob es ihm gefällt. Ist noch was Kleines. Und ja, nö, ansonsten ein Teelicht. So ein Teelicht-Dingens mit Eule. Das hat mir so gut gefallen. Das musste auch noch mit, na, manchmal so ein bisschen kleines bisschen Krimskrams. Tut auch gut. Obwohl, ich will ja eigentlich ausmisten und weniger Krimskrams zum Rumstehen haben. Aber ich will das ja wirklich so machen. Ich will nicht alles weghauen, aber ich will nicht alles gleichzeitig draußen stehen haben. Sondern halt gerade so ein bisschen Deko, halt auch einfach mal ein bisschen wechseln. Und mir hat es so gut gefallen. Da habe ich es mir dann einfach mitgenommen. Ja, und Eulen gehen halt immer. So. Ja, ihr seht, ich setze wieder langsam, ich setze ruhig. Aber das tut mir gerade gut, wenn ich mir gerade irgendwie nicht den Stress mache. Ich wollte ja auch gestern schon eigentlich das Pain Fit Me machen. Habe ich dann jetzt verschoben auf heute. Dachte erst, aber im Grunde ist es egal. Hauptsache, ich nehme euch mit, während ich hier den Katzenkopf mache. Weil das hatte ich mir einfach vorgenommen. Ja. Ansonsten Heiligabend. Da freue ich mich schon drauf. Da werde ich mit meinen Eltern skypen und ihr Geschenk auspacken. Ansonsten wird es wirklich ruhig. Vielleicht bin ich zum Essen bei einem guten Freund. Schauen wir mal. Wir haben gesagt, wir machen das spontan, ne? Also so direkt Weihnachten. Wird dieses Jahr nicht gefeiert. Aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass man einfach im Herzen bei seinen Lieben ist. Ich mache mir es einfach mega mäßig gemütlich. Ich bin immer echt froh, wenn ich bei der Kälte nicht raus muss. Boah, und heute war es ja wirklich bei uns kalt. Selbst dann tagsüber, als ich draußen war. Na, ich war auch noch im Baumarkt übrigens. Und als ich zum Baumarkt gefahren bin, da hatte ich mal wirklich auf die Temperaturanzeige im Auto geschaut. Hey, da waren bei uns wirklich -4 Grad. Und irgendjemand hat jetzt mal gesagt, dass es zu Heiligabend irgendwie 8 Grad plus werden soll. Das kann ich mir
aktuell noch gar nicht vorstellen, dass es übermorgen schon wieder so warm sein soll. Aber bei uns ist es echt zapfig. Ja, aber für die Kinder würde ich mir eigentlich ein weißes Weihnachten schon wünschen. Ich meine, ich muss nicht raus, mich würde es jetzt in dem Moment nicht stören, wenn mal draußen Schnee liegen würde. Ich bin jetzt nicht so der Schneefan. Und gerade immer so, wenn ich nicht gerade frei habe oder es ist Wochenende ist, wo ich zu Hause bin und nicht vor die Tür muss, kann ich persönlich auf Schnee verzichten, weil ich bin immer zu faul, erst mein Auto freizuräumen und dann ist es überall glatt. aber ich bin halt, wie gesagt, so eine extremste Frostbeule. Das, ja. Ich freue mich jetzt schon auf den Sommer, ne? Und der Winter ist noch gar nicht richtig im Gange, ne? Auch schon ein bisschen komisch. Aber gut, jede Jahreszeit hat ja auch sein Schönes. Und im Winter freuen sich die Kinder halt über Schnee, wenn sie ein bisschen Schneemann bauen können, vielleicht ein bisschen Schlitten fahren können. Die Wintersportler freuen sich natürlich, wenn sie wieder auf die Piste können. Auch wenn das aktuell wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig sein wird. Ja. Aber so ein Spaziergang, wenn so ein richtig schöner, kalter, trockener Wintertag ist und Schnee liegt, ist halt auch was Schönes, ne? Also das gefällt dann selbst mir. So. Ach, diese elenden elektrostatisch aufgeladenen Steinchen. Was ist denn hier heute los? Das war gestern nicht so. Warum sind sie heute so aufgeladen? Das will mir gerade sich nicht so erschließen. Ja. Aber wir probieren das morgen mal mit dem Trocknertuch. Ich habe schon viele Varianten probiert. Am liebsten nehme ich die Wasservariante mit so einem ganz feinen Zerstäube. Einfach ein bisschen über die Steine drüber. Das dann natürlich trocknen lassen. Und dann, ja, sind die Steinchen wieder ganz normal. Grinder habe ich immer ein bisschen Angst, dass ich mir die Steinchen zerkratze. Da habe ich aber auch einen, den ich nochmal demnächst dann ausprobieren wollte. Ja. So, und jetzt schubsen wir mal unser Steinchen dahin, wo es hin soll. Okay. Ja. Morgen wollte ich mir übrigens Eisalat machen, denn ich habe so einen richtig tollen Lachsschinken im Kühlschrank. Und den esse ich richtig gerne zusammen mit Eisalat auf Toast. Also damit kann man mich wirklich, mit sowas kriegt man mich, ne? Mit teilweise ganz, ganz einfachen Essen. Also ich brauche nicht immer unbedingt Sushi oder so, auch wenn ich Sushi liebe. Kann man mich auch mit einfacher deutscher Hausmannskost hinterm Ofen hervorlocken. Ja, ich guck mal, was ich Freitag mache an Essen. Muss ich mir heute noch ein bisschen Gedanken machen, denn morgen möchte ich einkaufen gehen. Ich gehe morgen Vormittag relativ zeitig, das heißt, morgen ist nicht viel mit Ausschlafen. Ich will schon rechtzeitig los. Allerdings kann ich mich ja dann danach noch mal eine Runde aufs Sofa hauen und so. Ach, da habe ich gar keine Bedenken. das ist ja das Schöne, wenn man Urlaub hat, ne? Dann, selbst wenn man mal zeitig raus muss, kann man ja immer noch einen schönen Mittagsschlaf sich gönnen. So, wir nehmen einfach mal noch ein paar Steinchen dazu. Und ihr seht, die Steinchen, die legen sich nicht ganz so toll, weil sie einfach zusammenklumpen und elektrostatisch geladen sind. Kommt vor. Merken wir uns mal Raute und Trocknertücher. Mal gucken, ob ich das morgen noch auf dem Plan habe oder ob ich es dann schon wieder vergessen habe.
Ich bin ja wirklich so ein Schussel, ich vergesse gerne mal was. Am schlimmsten ist es, wenn man bei Arbeit ist und denkt so, warte mal, habe ich denn den Herd ausgestellt? Kennt ihr das? Oder habe ich die Küche zugeschlossen? Also ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum Küche zugeschlossen? Ich muss meine Küche zuschließen wegen dem Herrn Kater. Der darf in die Küche nicht rein, weil er immer alles fressen will. Und der macht auch vor den Küchenschränken nicht halt. Wie auch immer er Küchenschränke aufbekommt, aber das gab es schon mal. Ich habe es leider nicht beobachtet, aber er hat irgendwas aus dem Küchenschrank geklaut und gefressen, was er nicht sollte. In dem Fall waren es rohe Nudeln. Das ist ein bisschen uncool, wenn das Katzen fressen. Ja, und seitdem wird meine Küche einfach zugeschlossen, wenn ich nicht da bin oder der Kater generell nicht rein soll. Und deswegen, ja, denke ich manchmal, wenn ich außer Haus bin, hä, hast du das jetzt gemacht, Jule, oder hast du das nicht gemacht? An und wann vergesse ich es in der Tat und ja, meistens ist es dann einfach nur so, dass der Kater sich über den gelben Sack hergemacht hat und ja, da alles einfach nochmal durchwühlt hat und geguckt hat, ist denn da noch irgendwo ein Joghurtbecher, den ich auslecken kann, ne? Das so im besten Fall. Aber manchmal macht es sich auch über Sachen her, die dann nicht so cool sind. Naja, aber das ist das Leben. So ist es nun mal als Katzenbesitzer. Ich denke mal, der ein oder andere von euch kennt solche Storys. So, wir machen jetzt das F. Das ist hier so ein Grauton. Und ich bin heute auch schon wieder am Frieren und am Zittern und ich weiß nicht, warum. Ich kann es wirklich nicht sagen. Dabei war ich wirklich heute Morgen, bevor ich aus dem Haus bin, in der Wanne, habe mich wirklich richtig schön warm gebadet. Und da ging es mir wirklich gut. Ne? Da war ich fit und voller Elan, habe auch nicht gefroren. Aber als ich dann nach meiner Einkaufstour nach Hause gekommen bin, ich habe so gefroren. Ihr glaubt es mir nicht. Ich wollte mich eigentlich direkt nochmal in die Wanne legen. Ich hätte es auch fast gemacht, aber ich musste mit DHL telefonieren. Ich habe im interaktiven Adventskalender von Diamond Painting Deutschland habe ich zugeschlagen und habe mir ein Josephine Wallbild gekauft. Nämlich den Drachen. Und noch ein Bild von Sarah Richter. Ich habe beide Bilder in Rund genommen. Meine Ausrede für das dritte Josephine Wallbild war, alle guten Dinge sind drei. Und ich habe ja noch kein Josephine Wall mit runden Steinchen. Sehr gut, Jule. Ja, das ist auch relativ schnell dann rausgegangen. Am Samstag ist es leider nicht angekommen, aber hier unten, hier runter nach Süddeutschland dauert es meistens bei mir 2 Tage. Allerdings Montag war ich dann nicht zu Hause und DHL kommt bei mir immer gegen Mittag. Deswegen wollte ich dieses Paket in meine Filiale umleiten lassen. Und das heißt ja immer, wenn man es jetzt umleiten lässt, dann kommt das ungefähr einen Tag später an, ne? Oder dass man es einen Tag später abholen kann. Diese E-Mail habe ich auch bekommen. Am Montag hieß es, das wurde in der Filiale abgegeben und am Dienstag, den 21. ab 11 Uhr, kann ich es da beim Rewe in meiner Filiale abholen. Habe ich mir gedacht, na gut, nee, Dienstag bist du faul, lässt du mal, machst du Mittwoch. Geht auch noch. So, dann war ich heute, bevor ich zum Frühstück bin, da bei meinem Rewe, habe meinen Namen gesagt, habe meinen Ausweis hingelegt, habe auch noch mal mein Handy gezückt, wo wirklich stand, dass es hier in die Filiale geliefert wurde und mein Paket war nicht da. Die haben die Nummer übertragen, auch da stand dann, Paket sollte an der Filiale sein. Ja, blöd, war nicht da. Ich habe dann gedacht, okay, wir haben aktuell neue Fahrer, neue Auslieferer. Nicht weit weg ist nochmal ein Rewe mit DHL-Annahme. Fragst du da mal nach? Kann ja sein. Ne? Schnell gebucht ist
Das passiert auch mal. Aber auch da war es nicht. Deswegen habe ich dann angerufen. Und ja. Dann war mein Bild auf einmal nicht mehr in der Filiale, sondern wieder im Verteilzentrum hier bei mir in der Nähe. Komisch. Dieser Status hatte sich allerdings erst 14 Uhr geändert. Ja, jetzt muss ich abwarten, ob dieses Bild jetzt nochmal in meine Filiale kommt, wann ich es abholen kann. Ich denke, wenn es heißt, zu Heiligabend abholen, nee, da werde ich mir den Stress nicht antun, ne? Weil wenn es dann heißt, hier am 24. ab um 11 darfst du es abholen, dann möchte ich da nicht einkaufen, weil da wird da wirklich die Hölle los sein bei uns in der Stadt. Da werde ich es dann wahrscheinlich erst nächste Woche abholen. Wir warten mal ab. Ich gebe euch Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Bilder und ich hoffe, sie kommen auch bei mir an. Wann sie ankommen, ist egal, aber Hauptsache, sie kommen an und kommen auch heile an, denn es sind wunderschöne Bilder und auf die habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, auch wenn es ein relativ spontaner Kauf war, aber die standen schon wirklich lange auf meiner Wunschliste und ja, dank der lieben Judith hatte ich dann einen Kurzschluss und habe mir das Bild bestellt. Ja, und Judith hat sich das Bild auch bestellt. Allerdings habe ich es mir in rund bestellt und Judith hat sich es, glaube ich, in eckig bestellt. Na, aber ich hab das Bild schon gesehen bei der Heidi und das ist so schön. Na, ich freue mich da drauf. Heidi hat es ja mittlerweile auch fertig und ach, das ist wirklich ein Träumchen. Also kann mir richtig... Ich verstehe es richtig, dass Heidi sich das als erstes Josephine Wall ausgesucht hat. Ja. Ich hatte es schon immer ein bisschen so im Auge. Und als es dann hieß, hey, heute 10%, da habe ich dann zugeschlagen. Ja, einfach mal so in der Pause, mal ganz schnell. Und dann weiter gearbeitet. Und danach könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ging mir die Arbeit super von der Hand, wenn man sich einfach was geleistet hat und denkt so, hey, cool. Ja, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall das runde Josephine Wall anfangen und ein eckiges. Ein Josephine Wall insgesamt möchte ich nächstes Jahr beenden. Aber gut, wenn das halt nicht wird, wenn es länger dauert als ein Jahr, dann ist es halt auch so. Aber schön wäre es. Ja, das wäre so ein Wunschdenken jedenfalls von mir. Aber wir gucken mal. Ich werde mir mal die nächsten Tage ein bisschen Gedanken machen, was wir so als nächstes machen werden. Ich habe so viele Sachen im Kopf und ich bin aber gerade so verwirrt und planlos. Ja, dass ich eigentlich gar nicht so viel planen möchte. Denn... aktuell, jetzt in der Weihnachtszeit, steht hier die Tabby Cat ganz vorn an. Was auch noch mit ansteht, was ich sehr gerne demnächst beenden wollen würde, ist von Picasso die Drachenlady. Denn dieses Bild würde ich gerne auch mit dem Versiegler von Picasso versiegeln wollen und testen wollen. Da nehme ich euch dann natürlich auch wieder mit. Wir wollen ja ein bisschen Versiegler testen. Von verschiedenen Firmen und ja, halt auch Baufun und. Das wird ganz gut. Ist immer ein bisschen schön, wenn man da so einen kleinen Vergleich hat. Und ja, ich freue mich auch drauf, dass Picasso mir den Versiegler nämlich zur Verfügung gestellt hat zum Testen. Ja. Und da habe ich mir dann aber gedacht, ich möchte den Versiegler jetzt nicht einfach irgendwie testen, sondern ich möchte das natürlich auch mit einem Bild von Picasso testen. Deswegen klebe ich auch aktuell noch an der Drachenlady.
Ja, na, das sind so gerade meine zwei Hauptprojekte, die ich mache. Einmal mein Weihnachtsbild und die Drachenlady. Im Januar wird es dann auf jeden Fall weitergehen mit meinem Diamondo-Bild. Da freue ich mich auch schon mega drauf, ne? Also mein erstes Bild mit wirklich vielen Farben, was ich dann aktiv klebe. Ich habe ja schon ein paar Eigenproduktionen von DPD da, ne? Zwei JW-Bilder und glaube die bunten Herzen. Mit den 275 Farben habe ich auch da, aber die habe ich noch nicht angefangen. Ja, da habe ich auch noch keine Steinchen sortiert oder. Ja, das muss alles irgendwann mal kommen. Aber auch das wird, ne? Alles zu seiner Zeit. So, die süße Mietz. Es geht langsam voran, aber es muss auch nicht schnell, ne? Es muss nicht schnell. Irgendwie habe ich heute so ein bisschen das Gefühl, ich quassel nur Unsinn und Unfug. Deswegen werde ich jetzt mal ein Speedpainting reinhauen. In dem Speedpainting werdet ihr hier drüben die Ecke noch mitsehen und natürlich hier noch ein bisschen den Rest von der Katze. Und die letzten Steinchen von der Mietz, die legen wir wieder zusammen und quasseln noch eine Runde. Ja, da freue ich mich dann drauf. Aber jetzt, mir bleibt gerade irgendwie so gefühlt ein bisschen die Stimme weg. Aber ich habe heute auch viel geredet, ne? Irgendwie. Ich habe heute sehr viel telefoniert. Mit Freunden und mit meiner Familie und mit DHL und mit Kollegen und. Ja, und jetzt. Jetzt wird gepaintet und ein bisschen geschwiegen. Ihr Lieben, viel Spaß beim Speedpainting. War jetzt mein Zeitraffer. Wir haben jetzt hier noch ein paar Stellen. Das P, ich habe es mir auch schon in meinem Schüppchen zurechtgelegt und ein paar kleine Steinchen gesetzt. Aber ich dachte, hey, ein paar Minütchen nehme ich euch noch mit. Wir haben es jetzt, ja, wir haben es jetzt schon den 23. Dezember. Es ist eine Minute nach Mitternacht. Es ist sehr dunkel. Daher habt ihr heute auch wirklich kein bisschen Tageslicht hier in dem Video gesehen. Alles nur mit Kunstlicht und Licht noch extra von unten. Wenn wir aber die Farbe hier fertig gelegt haben in dem Abschnitt, dann mache ich mal das Lightpad noch aus und dann gucken wir uns mal das Bild an, wie weit es ist und wie es bisher ausschaut.
ne, ohne Lightpad. Aber ich kann euch sagen, es macht mir so mega Spaß, dieses Bild zu kleben. Ich denke mal, morgen werde ich auch eine ganze Ecke davon noch fertig machen. Ich bin überlegen, ob ich jetzt morgen beziehungsweise heute noch einkaufen gehe oder ob ich es nicht einfach auf den 24. verlege und dann einfach zeitig einkaufen gehe. Ich werde auf jeden Fall einkaufen gehen müssen, denn ich brauche noch ein paar Getränke und noch ein bisschen Milch für mein Müsli. Viel werde ich nicht brauchen. Aber auf jeden Fall möchte ich nicht tagsüber. Also weder morgen noch übermorgen. Wenn, dann werde ich wahrscheinlich wirklich frühzeitig fahren. Ich lasse mich da, glaube, einfach überraschen. ja, wenn ich heute noch ziemlich lange wach bin, wird es höchstwahrscheinlich am 24. werden. Ja. So, ich wollte ja noch Plätzchen backen. Ich habe dieses Jahr Schwarz-Weiß-Gebäck gemacht. Ich habe Kokosmakronen und ich habe Haselnussmakronen gebacken. Ein bisschen backe ich noch, aber ich denke mal, das werde ich dann nach Weihnachten machen. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich will noch ein bisschen was abgeben. Vielleicht mache ich das auch am Wochenende. Ich schaue einfach mal, wie das wird. Auf jeden Fall freue ich mich so mega aufs Ausschlafen. Deswegen, ich glaube, morgen gehe ich wirklich nicht einkaufen, sondern erst am 24. und schlafe morgen einfach mal aus. Weil dann habe ich nämlich einen Tag ausgeschlafen. Einen Tag bin ich mit dem Wecker aufgestanden. Dann kommt wieder ein Tag ausschlafen und dann wieder ein Tag zeitig aufstehen. Das ist doch ein guter Mix, würde ich sagen. So. Okay, Katze ist auch wieder wach. Er hat gerade auf dem Kratzbaum geschlafen und jetzt ist er irgendwie hochgeschreckt mit einem tja. Kleiner Stinker, der ist heute gut drauf. Ziemlich frech, aber nicht böse frech. Einfach bloß neckisch, sozusagen. Timmy, mein Kleiner. Ich freue mich auf jeden Fall, meinen Urlaub mit dem Katzi zu verbringen. Denn der ist ja wirklich so verschmust. Ich könnte den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und er würde mir einfach Gesellschaft leisten. Im Sommer nehme ich den auch sehr gerne mit raus, allerdings an der Leine. Und wenn ich mich da in die Hängematte lege, dann liegt der ganz oft mit mir in der Hängematte und schläft mit mir da hängend. Ah, da freue ich mich schon so mega drauf. Einfach wieder auf dieses schöne Wetter, wenn es wärmer wird. Und ja, dann gucken wir mal. Ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Garten Work in Progress Videos drehen. Und ich hoffe mal, dass wir nächstes Jahr dann kein Hochwasser haben oder andere Katastrophen. Das brauchen wir mal nicht. Das muss nicht jedes Jahr sein, ne? Warum auch immer Katastrophen, ne? Man kann ja auch einfach mal glücklich sein. Es muss für mich nicht viel passieren nächstes Jahr. Wenn alles so weiterläuft wie dieses Jahr. Also für mich vom Positiven her bin ich zufrieden. Wenn es mit der Arbeit gut läuft, ich mich mit meinen Freunden weiterhin gut verstehe und wir eine schöne Zeit haben, dann reicht mir das komplett aus. Na, wenn meine Familie und ich, wenn wir alle gesund bleiben, natürlich meine Freunde auch und der Timmy, dass der weiterhin einen guten Hunger hat und gesund bleibt und ja, na, dass ich mit dem Katzi eigentlich nur einmal im Jahr zum Tierarzt muss wegen Impfen.
und wegen mal durchchecken. Das wäre so. Ja, da wäre ich schon zufrieden dann im nächsten Jahr. Und ansonsten freue ich mich wirklich einfach nur dann auf die Zeit, wenn wieder schöneres Wetter wird. Ich bin mal gespannt. Letztes Jahr hatten wir ja unser erstes Garten Work in Progress noch im Februar gedreht, weil da so mega gutes Wetter war. Da weiß ich, da habe ich im Februar draußen gesessen im T-Shirt und habe mir fast einen Sonnenbrand geholt. Weil an dem Tag war es so mega gutes Wetter, na, dass ich, als ich in der Sonne gesessen habe, richtig geschwitzt habe. Das war schon ziemlich episch. Ja. Ich hoffe jedenfalls, dass ich spätestens im März wieder die Garten Work in Progress Videos drehen kann. Das würde mich freuen. Ne? Die Garten Paint with Me's, die machen mir immer ja, ganz besonders Freude, weil da draußen, das ist für mich einfach, ja, es ist Entspannung pur und einfach nochmal was anderes, als wenn ich hier zu Hause sitze. Das ist auch sehr schön. Ich mag mein Zuhause, ich fühle mich hier mega wohl und kann hier richtig schön entspannen beim Painten, wenn mein Timmy mit bei mir ist. Aber da draußen, das ist halt einfach nochmal, ja, es ist unbeschreiblich. Es ist halt Natur, es ist mal weg von der Stadt und es ist für mich wirklich Abschalten und Entspannung. Timmy, lass deinen Kratzbaum stehen. Du musst jetzt keinen Lärm machen auf die letzten Minuten. Kleines Katerchen. Ja, wir haben wirklich nicht mehr viel. Gleich haben wir es geschafft. Und ich werde dann auch direkt ins Bettchen gehen. Ich glaube, mir fallen jetzt echt innerhalb von ein paar Minuten, merke ich, dass mir jetzt wirklich die Augen zufallen. Wenn ich jetzt noch mehr Unsinn quassel oder vielleicht Wörter verdrehe oder eine schwere Zunge habe. Nein, ich habe nichts getrunken. Ich bin einfach nur sau müde. Ich finde es gut, seitdem ich nicht mehr schächte, gibt es bei mir meistens abends einen Punkt, wo ich dann mit einem Schlag perfekt müde werde. Und dann kann ich auch ins Bett gehen und schlafe auch relativ schnell ein. Das ist für mich noch eine sehr ungewohnte Situation. Ich habe ja ewig lang geschichtet, jahrelang. Und ich bin froh, dass ich wieder an diesen Punkt kommen konnte. Dass ich sage, ich kriege jetzt langsam wieder einen geregelten Schlafrhythmus. Weil es ist einfach schön, wenn man ordentlich schlafen kann, ohne dass man jetzt irgendwie gucken muss, wie man schläft, ne? Oder dass man sich zum Schlafen zwingen muss oder vielleicht sogar Schlaftabletten oder. Ich habe ja viele Sachen ausprobiert, von Melatonin bis hin zu pflanzlichen Sachen, Tees und. Aber es hat nichts so wirklich geholfen, ne? Was jetzt wirklich geholfen hat, war, dass ich nicht mehr schichte, dass ich jetzt wirklich langsam anfange, jeden Tag zur selben Zeit eigentlich ungefähr ins Bett zu gehen und aufzustehen. Das ist schon eine ziemlich geniale Sache. So, und wir haben unsere Tabby Cat. Wir haben sie fertig. Machen wir doch direkt mal das Lightpad aus. So, und oh Gott, das sieht wirklich schön aus. Ich finde sie richtig, richtig schön. Wir holen euch mal runter. Und gucken mal, dass wir nicht zu viel wackeln. Und da guckt uns die Mietz an. Und das ist unser Ergebnis bisher. Doch, ich bin sehr zufrieden. Das nächste Paint with Me werden wir auf jeden Fall bei Tageslicht machen. Und dann wird das alles nochmal schöner ausschauen. Was ich auf jeden Fall schon mal richtig schön finde. Ne? Wie die Steine glitzern und glänzen. Das ist wirklich bombastisch.
Die Ötzi hat einfach eine wirklich wunderschöne Qualität. Ja. So, ihr Lieben. Morgen geht es dann hier weiter und dann haben wir ungefähr ein Drittel des Bildes geschafft. Fast schon ein bisschen mehr als ein Drittel, aber noch nicht ganz die Hälfte. Ja, wir werden das Bild auch leider nicht mehr in der Weihnachtszeit schaffen, aber dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch beendet. So, aber jetzt werde ich mich verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war mal wieder ein bisschen Quassel-Video und ja, ein bisschen was gezeigt und. Machen wir jetzt wieder häufiger. Habe ich wirklich richtig Lust drauf und werde ich mir jetzt auch wieder viel mehr Zeit dafür nehmen. Und ja, bis dahin, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wer neu auf meinem Kanal ist, ja, dürft ihr den Kanal auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Damit würdet ihr mich ungemein unterstützen, mich und den Kanal. Und ihr verpasst auch nichts Neues, was hier auf Tova Feas Welt so noch Schönes passiert. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.